Schön, dass ihr da seid. Grüße nach Aalen. Natürlich auch alle, die heute hier im Stream mit dabei sind. Spiel angefangen. Anstoß, FSV Mainz. Ja, ja, interessant war. So, jetzt vielleicht. Ken Mata. Ken Mata kommt nicht durch. Ja, nochmal Glück. Jetzt vielleicht. Schmidt. Ach, schade. Ja, und Mamuto sucht den Abschluss. Ja, aus der zweiten Reihe ist der Leon Hoffmann. Ja. Der dritte Torwart. Und der spielt wirklich nie. Ich habe es mir nachgeguckt. Ich glaube, der hatte in der letzten Saison keinen Einsatz oder ein paar Minuten gesammelt. Also Schüsschen haben wir gesehen. Nimmt. Das ist wunderbar aus mit. Den Kapitän. Ja. Wie gemeint auf Diakite, der den Ball da super festmacht. Gut, er ist in Kontakt und sucht auch direkt den Abschluss. Die Mainzer hier auch öfter, sind schon 15 Mal aufeinander getroffen, die beiden Mannschaften. Ja, jetzt aber halt, der Schmidt, viel Platz vor der Kette. Ah, such mal den Schmidt, Abschluss. Ja, der war nicht schlecht. Nee, also von den Aalern. Jetzt viel Platz für die Aalner. Suchen und direkt Diakite in der Spitze. Und der ist falsch schnell im Laufduell mit Maurice Trapp. Geht ins 1 gegen 1. Oh. Und da liegt er. Das Diakite muss und das geben. Ist folgerichtig Wir schauen uns das gleich nochmal an. Das war mehr als deutlich. Also da stellt sich der 31 Jahre alte Routine gar nicht gut an. Der arme Megudra. Ja. So. Mal sehen, Anlauf, ob er es besser macht. Er macht es souverän verwandelt. Besser. Von Baby Kitzler da verletzt. Lasse Ries. Und es ist die 56. Spielminute. Allen führt 1:0. Aber wir sehen, der macht jetzt den Tor noch geschwind. Dann geht er. Ja. So. Oh, guter Ball. Oh, Schmidt, super gespielt. Geiles Ding. Super gespielt. Ah, gerade sagen wir es noch. Und wir sagen, da fehlt die Zielstrebigkeit, die Genauigkeit. Und da haben wir es doch. Ah. Und da steht am Ende der Verwertungskette, steht da nämlich Danny Schmidt. Danny Schmidt, gerade sagen wir es noch. Heute und macht hier Platz, das Tor. Ich muss sagen, guck mal hier rechts, wo eigentlich dann Maier viel Dampf gemacht hat. Da ist ja gerade keiner. Ein Rahn, der muss da überlaufen mit seinen 18 Jahren. Und da steht er gut frei. Bringt den Ball in die Mitte, Diakite ist in der Mitte, nimmt den Abschluss, aber... Immer noch, also Konstanz zahlt sich da aus. Ja, Kontinuität auf der Trainerbank. Ja. Und Vico Malkopf. Oh! So, schauen wir mal. Stefan Wächter. Auf. Schön gemacht. Weil kommt er zum Abschluss? Ja, kommt er. Allerdings VfB Stuttgart. 1:2 endet es da. Dort noch ein Tor von Waling. Oh, bringt den Ball auf den ersten Post. Und das ist schon wieder eine gute Variante der Aalener. Und dann ist es die Nummer 8. Und das war's. Thüringer, der den Ball vergibt. Und da hast du recht, da war's. Ja, leistungsgerecht. Da hätte Aalen aber jetzt nochmal zweimal gute Möglichkeiten, hier das Spiel für sich zu entscheiden.